Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Yeah. Beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. Nein, ich hatte die falsche Person geschützt. Ah, der war aus, ist Giga Behind. Aber er geht halt Poke aus, deswegen ist es nicht so schlimm. Nicht treu. Das ist schlecht von mir gespielt. Ich hab das erst nicht auf dem Schirm gehabt. Oh, dieser Batzenhurensohn. Ich habe keine Ahnung, warum er den Dive so spielt. Von dieser Position aus sollte der Bart immer zuerst den Tower ultien, damit wir einfach keinen Tower-Aggo kriegen. Und dann anfangen mit einer Auto-Tag into Q, damit er garantiert trifft. Und dann ist der Dive unmöglich zu failen. Wir wissen, dass Kane nicht da sein kann. Das heißt, wir dive ihn 100%. Der Varus müsste in die Bart-Ult flashen und danach hat er halt einen Free. Ist er danach halt tot. Der Bart spielt das hier sehr schlecht. Aber ich bin natürlich auch nicht ganz unschuldig, weil wir gucken uns das mal an. Das Q zu missen ist kein Problem, er flasht es halt. Das ist vollkommen fein. Aber jetzt nach der Bart-Ulti sollte ich mit meinem Bart zusammen zur Wand laufen. Ich habe aber nicht an den Tunnel gedacht. Das ist schon mal ultra bad von mir. Und jetzt nehme ich mir Tower-Aggro for no reason. Was der einzige Grund ist, warum der Blitzcrank mich töten kann. Durch den Kill auf mir wird der Blitzcrank 6. Was der einzige Grund ist, warum der Bart stirbt. Weil der Blitzcrank eben Ulti hat. Also auch mein Bett. Digga, was? Ah! Ach, Bruder, du bist so ein Bastard, ne? Ja. Gut, ist gut bezahlt, das Ding hier ist ganz, ganz gut bezahlt. Er läuft halt straight runter. Der akzeptiert nicht, dass er das bessere Team hat und gewinnen kann for free. Ist okay. Na, das wird. Ich muss da Flash queuen, ansonsten schafft er es zu ultien. Als Support und Mitte trollen halt einfach for fun, leider. Macht das Spiel nicht unbedingt leichter. Oh, das E weiß ich gar nicht. Na, ich bin treu. Gehe ich nicht dahin. Lauf mein Team raus, so bad. Da kann ich mehr jetzt keinen töten. Okay, ich kann auch den Fall so, Kevin. Ist okay. Trollen hart. Na, ja, aber nicht, wenn ich so spiele. Ich kann da alle töten. Ich muss halt einfach nur keinen WQ flashen. Dann töte ich alle. In der Zeit ist ein legit das Spiel hier. Gebattelt. Ich hasse diese Eve. Ist die größte Hure auf dem ganzen Planeten. Sie hat das Spiel verloren.
Boah, ist die beschissen, Alter. Ist das eine dumme Hure, Digga. Sie chase für den Kill auf Blitzcrank und used dabei Smite, ne? Das kann man sich nicht ausdenken, wie schlecht die ist. Man kann es sich einfach nicht ausdenken. Jetzt haben die einfach Nash, weil war aus dem mit Q-Cloud, Digga. Ist das krank, Mann. Ist das krank, Digga. Wie kannst du so schlecht sein? Ih. Oh, wehe, wehe, wir verlieren jetzt auch so durch Varus. Dann drehe ich aber ab hier. If you think you'll win, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Let's fucking go. Lucky, dass der Blitz bei mir nicht hockt. So, an den Bart. Hat die extrem viel Glück. Der TF poke da richtig gut rein. Na, Bart. Kaiserspeer noch. Man hat Outtake cancelt. Der TF endet. Sie muss nur Zeit schinden. Defended, GG. Ich dachte, er hat nie gesketcht werden. Oder war mein Team hat dann aufgespielt am Ende. Danke fürs Anschauen des kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Es gibt erstmal die Schere. Tut mir leid, dass gestern kein Video gekommen ist. Ich habe einfach viel länger für die Win-Challenge gebraucht, als ich erwartet habe. Also ich habe insgesamt einfach 46 Stunden diese Win-Challenge, die ich am Samstag um 10 Uhr angefangen habe, gemacht. Dazu kommt natürlich auch noch ein Video. Und dann war ich erst am Montag um 15 Uhr damit fertig. Danach war es dann für mich körperlich einfach nicht mehr drin, noch ein YouTube-Video rauszuhasteln. Tut mir leid. Dementsprechend, ja, habe ich auch kein Game des Tages für morgen. Das muss ich mir erst morgen erspielen. Und ja, deswegen habe ich einen random Win-Change-Clip von der Win-Change davor. Sorry für das lange Outro. Und wenn ihr das Game des Tages von morgen, mal sehen auf welchem Champ, nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr an ein Abo freuen. Und über ein Like und bis morgen. Kuss, Kuss. Jetzt nach rechts oder was? Ja, okay. Perfekt. Habt auch eine Rechts-Links-Schwäche anscheinend. Okay. Ach, Digga, scheiß doch drauf, Mann. Keine Ahnung, warum ich das war. Was mache ich denn, Digga? Das ist so schlecht, ach, Bruder. Ja, ich glaube, es ist Liebe.